Hier meine Erfahrung, den Versuch, den Original-Manfrotto-Adapter gegen einen Schiene-Adapter zu tauschen. Hier haben wir das Original von Manfrotto, schon etwas in Gebrauch. Hier ist dieser Sperrhebel, mit dem man die Funktion, also das Einrasten, fixieren kann, damit das nicht versehentlich sich lösen kann. Machen wir mal auf. Hier drauf. Drauf rastet ein. Man kann den Sperrhebel drum machen und damit ist das Ganze sehr stabil. Hier kann man das dann auf eine andere Stativplatte drauf machen, auf ein Stativ. Hier ist also Schraubgewinde mit Adapter. Soweit gut und solide konstruiert. Kostet ungefähr von Manfrotto 49 Euro. Hier haben wir dagegen die China-Kopie. Wir sehen, das ist relativ ähnlich konstruiert. Man kann sagen, dass es ein Klon ist. Vom Gewicht her sind die beiden ähnlich. Man merkt, dass der Lack wesentlich einfacher ist. Dabei sieht man auch schon hier, dass, obwohl der Adapter neu ist, hier schon einige Lackabplatzungen da sind. Was mich sehr stört, ist, dass die Mechanik nicht zuverlässig ist. Das heißt, es ist hier relativ fast genau, aber dass dieser Hebel runterschnellt, das passiert halt manchmal einfach nicht. Das heißt, da muss man mit der Hand nachgehen. Und ob ich jetzt eine große, schwere Kamera, die ich jetzt hier reinsetze, jetzt hat es mal geklappt, hier reinsetze, ob ich die denn so da drin haben will, weiß ich nicht. Sonst hat der Adapter hier auch ein bisschen Spiel, selbst wenn der arretiert ist. Man muss ihn, das passiert mir hier mit dem Original nicht. Das ist bombenfest. Ein weiteres Problem, was ich mit dem System habe, ist, also mit dem China-Klon habe, ist, dass wenn man das jetzt aufmacht und mal auf die Idee kommt, weil man mehrere Systeme hat, die entsprechenden Platten miteinander zu mischen. Hier haben wir also die China-Platte mit dem Original Manfrotto. Das funktioniert einigermaßen. Dann hier das gegenteilige Set, das heißt hier die originalen Manfrotto-Platten, wovon ich auch mehrere habe, in den kompatiblen, theoretisch kompatiblen Adapter. Man merkt, wenn man das hier reintun möchte, dass es einfach nicht passt. Da ist einfach zu viel Lack. Das heißt, man muss ein bisschen auf Biegen und Brechen hier erstmal hier reinkommen. Das ist Schrott. Also das ist etwas, was mich nerven würde, deswegen ich diesen kompatiblen Adapter nicht einsetzen werde. Also unabhängig davon, dass er nicht einschnappt, ist hier auch zu viel Platz. Es mag sein, dass hier zu viel Lack drin ist. Das passiert mit der mitgelieferten Platte nicht, aber mit der Platte haben wir hier relativ viel Schrott. Abgesehen davon, dass sie nicht einrastet. Ich kann auch nochmal eine andere Platte verwenden, dass man sieht, dass es nicht an der einen Platte liegt, dass die irgendwie komisch ist von Manfrotto. Auch hier müssen wir den Hebel, ja, die passt mit, wie gesagt, wenn ich ein bisschen drücke, dann kriege ich die auch rein. Gerade muss ich natürlich sein. Und dann, wenn ich den Hebel selber manuell runter mache, dann ist hier trotzdem noch ein Abstand, weil es einfach hier nicht richtig eingerastet hat. Also das, damit möchte ich mich einfach nicht rumärgern. Das Einzige, was man hier von diesem Set verwenden kann, ist die Platte. Die ist einigermaßen kompatibel mit dem Ding und sonst werde ich original bei meinem Auto bleiben. Ist natürlich auch ein Preisvergleich von 10 Dollar zu knapp 40 Euro. Also es ist eine andere Preisklasse, aber ich möchte mich einfach nicht ärgern. Wenn man das Ding alleine verwendet und nur einen Anschluss hat, vielleicht ein Gimbal oder irgendwie sowas, dann kann man vielleicht damit leben. Aber wenn man das professionell verwenden will und dann auch hier verschiedene Ballheads hat, original von Manfrotto, das macht einfach keinen Freude. Soweit mein kleiner Test.